mehr wir besiegen müssen. So, das waren wieder 4 Pfeile, Leute. Und ich glaube, die meisten davon sind nach unten gefallen. Ja, 2 haben wir schon zurückbekommen. 3. Vier. Ich glaube, das hier sind die Wege nach draußen. Da gehe ich jetzt mal nicht entlang, sondern ich gehe hier hoch. Acht Pfeile. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben alle zurückbekommen, Leute. Nicht erwischt. Zu langsam. Naja. Ha, hat uns nicht gesehen. Hat uns auch nicht gesehen. Super. Der hat sich zum Glück gerade abgewandt. Ja, erstmal den Deadroth. Der ist schnell besiegt. Aus irgendeinem Grund sieht er uns. Der da vorne verfolgt uns. Wieso siehst du mich? Oh, wieso sieht der mich? Verliert und fällt. Sag mal, hat der Clanvieh gerade den da angegriffen? Der greift echt den da an. Lol. Okay, das müsste jetzt alle gewesen sein. Ja. So, mal sehen, was wir hier finden.
Ozeanische Reise, 9 Gold und ein unreiner Diamant. Ich habe ihn genommen, oder? Ja, jetzt fängt es an. Dass wir immer so lange warten müssen, Leute. Naja. Aber wenigstens funktioniert das Spiel heute besser als beim letzten Mal. Da ging ja gar nichts mehr. Bitte laden. Bitte häng dich jetzt nicht auf. Komm schon. Mist, den Bug hatten wir doch auch. Wo war das? Ich glaube bei Brumar selbst. Da war das Gebiet vor Brumar plötzlich irgendein Fehler, sodass wir da nicht, das nicht mehr betreten konnten. Oh nein. Ich sehe mal nach, ob es sich aufgehängt hat. Es hat sich aufgehängt. Letzter Spielstand ist der automatische, als wir die berühmte Festung betreten haben. Geht der? Er geht. Dann versuche ich da gleich nochmal zu speichern. Geht das? Nein, das geht natürlich nicht. Hat sich aufgehängt. Na gut, also weiter mit dem automatischen. Wenn es sich jetzt dann wieder aufhängt, Leute. Ich mache da jetzt eine Abkürzung, Leute. Wir haben das ja alles schon durchgemacht und nur wegen einem Bug nochmal alles durchmachen, habe ich keinen Bock mehr. Wir machen jetzt eine Abkürzung. Denselben Inhalt immer wieder durchzumachen, das ist so. Habe ich sowas von gar keine Lust mehr mittlerweile. Wenn hier noch Gegner sind, dann werden wir sie töten, aber das war's dann auch. Wir müssen den Inhalt ja auch nur wieder da und durchmachen, weil wir nicht mehr speichern können regelmäßig. Das ist ja genauso blöd.
Da ist der. Nein, danke. Sag mal, haust du jetzt ab? Jetzt greift er wieder an und jetzt haut er wieder ab. Ah, ich war unter dem Sturmmatronach. So. Irgendwo ist noch der Xivilei. Den habe ich hier doch irgendwo umgebracht, oder? Ja, hier. Wenn es jetzt wieder nicht geht, Leute, dann gehen wir einfach wieder raus und schalten die Quest weiter. Wieder immer dieser eine, diese eine Kugel da im Feuer ist. Den Siegelstein hätten wir. Hoffen, dass der Teleport nach draußen dieses Mal funktioniert. Na, beginnt zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat sich schon wieder aufgehängt. Ja. Okay, hat sich aufgehängt. Dann lassen wir das. So. Das war nur 3 Minuten später, war ich echt schnell. So, Set Stage MQ11 war es, glaube ich, oder? Ja, und zwar wäre das die 41. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Skingrad geschlossen. Ich sollte mit dem Graf über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Brumar sprechen, dass Skingrad jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. So, das wird gespeichert. Der Spielstand hier ist eh kaputt, wird überspeichert. Super. Wir reden jetzt mit dem Grafen. Wir können auch nochmal das Speichern versuchen. Nein. Wir reden einfach mit dem Grafen, Leute, damit wir den Dialog mal gehört haben. Und danach wird das Spielstand nochmal neu geladen. Wir können es ja versuchen nochmal zu speichern, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.
Naja. So, naja. Da schläft er. Willkommen. Ich. Hilfe für Bruma. Solange Skingrad durch ein Oblivion-Tor bedroht ist, kann ich keine Soldaten für Bruma erübrigen. Denkt von mir, was ihr. Okay, das ist verbuggt. Naja, aber das sind doch die Konsequenzen, wenn man das mit der Konsole weiterschaltet, Leute. Ich lade lieber gleich. Und schalte den jetzt einfach, wenn wir den Dialog nicht hören können, dann schalte ich ihn einfach gleich weiter. So, was ist denn hier das? Ich habe mit dem Graf von Skingrad gesprochen. Er versprach, einige seiner besten Soldaten zur Verteidigung Brumas zu entsenden. So, dann haben wir das. Das speichere ich auch. Super. Dann reisen wir weiter. Nach Braviel. Hey, tut euch keinen Zwang an. Ich doch nicht. Regulus Terentius, Graf Braviel. Ich bin wirklich sehr beschäftigt und bezweifle, dass ihr etwas zu sagen habt, das mich interessiert. Wie du meinst. Für euch? Selbstverständlich. Braviel. Ein Angriff auf dieses verdammte Tor wäre der reine Selbstmord. Wir verteidigen lieber die Stadtmauer und hoffen auf das Beste. Das hat doch die aus Anvil auch gesagt. Hilfe für Bruma. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ich weiß, wie wichtig es ist, den Thronerben zu beschützen. Diese Pflicht tragen wir alle. Aber mit dem Oblivion-Tor, das Braviel bedroht, brauche ich alle meine Soldaten hier. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, ich habe mit dem Graf von Braviel gesprochen. Er sagte, dass er gerne helfen würde. Jedoch werde seine eigene Stadt von einem Oblivion-Tor bedroht. Ich sollte das Tor außerhalb Braviels schließen und dann erneut mit dem Grafen sprechen.